Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Medieval Dynasty. Steigen wir doch erstmal wieder von unserem hohen Ross, ich meine natürlich Haus, ab und füllen unseren Energiespeicher auf. Dann schön bei Tageslicht die ganzen restlichen Objekte aufgestellt, die wir noch aufstellen wollten. Ein bisschen hoffe ich ja darauf, dass wir endlich mal Zeuge des Ereignisses werden. Aber das bleibt wohl alles Wunschdenken hier. Man kann es ja mal versuchen. Vielleicht ja diesmal. Ab in die Haier, ab ins Bett. Heute Zeit für Zärtlichkeiten? Ach, wieder eiskalt. Wie eh und je. Schenk mir doch mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuneigung. Ich fühle mich so abgewiesen. Naja. Nein, auch diesmal. Nichts. Kein Ereignis. Stehen wir wieder da mit leeren Händen. Nun gut, nicht ganz. Eine Armbrust haben wir. Die können wir mal schnell dem guten Henrik hier vorbeibringen. Nicht, dass mir noch die Ausrede kommt, ich hatte keine Armbrust, ich konnte meiner Arbeit nicht nachgehen. Und? Hast du alles, was ich brauche? Na, ich glaube schon. Ja, das sollte reichen. Hier ist etwas Gold für die Mühe. Danke, gute Jagd. 16 Dynastie-Reputation. Leider kann ich mir davon nichts kaufen. Wie viel haben wir denn mittlerweile davon angesammelt? 11.053. 4.700 Steuern. Puh. Tja. So viel habe ich gerade nicht einstecken. Kann ich nicht bezahlen. Muss ich Teller waschen gehen. Wo kann ich mich einschreiben? Wo kann ich mich anmelden? Aber nicht heute. Wir wollten hier doch noch ein paar Bänke aufstellen. Vielleicht noch einen Tisch mit unterbringen. Und Moment mal. Da fällt mir auch gerade ein. Muss ich aber noch mal schnell überprüfen. Nicht, dass ich dumm Zeug erzähle. Wir haben auch gar keine Fallen mehr hier rumstehen. Ja, Mensch. Warum denn nicht eigentlich? Das müssen wir auch dann sofort ändern. Einpacken können wir uns wieder knapp 60 Kilo. Schleichen wir mal wieder rüber. Und dann gibt es hier eine schöne... Moment mal, nee. Zuerst den Tisch. Ja gut, wäre natürlich schön gewesen, wenn man den hier oben aufstellen hätte können, aber nein. Dann halt dahin. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Ich entscheide mich dafür. Jo, nun gibt's Bänke oder gibt es Hocker für euch? Einen einfachen Holzschemel hatten wir schon. Einfacher Holzschemel? Einfacher Holzschemel. Ja, da muss aber auch nochmal der Name abgeändert werden. Nehmen wir doch hier die richtig ordentlichen. Oder machen wir das diesmal mit zwei Bänken. Da setzen wir halt keine an die Wand dran. Sondern machen das mal so hier. Einmal. Na, ein bisschen weiter ran könnt ihr noch. Beinfreiheit gibt's nicht bei mir. Und jetzt. Es passt. Na, wunderbar. Oh, oh. Da ist ja aber auch noch Platz für was. Ja, passt mal auf. Jetzt mal zuerst zu den angesprochenen Fallen. Wir können aufstellen. Rattenfalle, wir können aufstellen. Vogelfalle, Hasenfalle und Fischernetze, wenn wir denn noch genügend Leinenfäden haben. Das heißt, wir brauchen viele Stöcke und zwei Steine nur. Das ist ja ein Witz. Ordentlich vollgepackt hier. Ach, ordentlich, habe ich gesagt.
Und dann mal geschaut, noch wegen den Leinenfäden. Dann nehmen wir die Fischernetze gleich mit, wenn wir einmal dabei sind hier. Leinenfäden, noch. Da greife ich mal zu, ne? Hast ja nichts dagegen, oder? Meine gute Ludwiga. Irgendwelche Einwände? Hätte ich dir jetzt auch nicht geraten, was zu sagen. Fischernetze, na, die müssen mal auf jeden Fall mit hier aufgestellt werden. Ein großes. Oh, das kostet ja schon. Moment mal, 16, 10, 26. Fehlen aber noch zwei. Da dachte ich, ich habe schon großzügig das Ganze bemessen. Wieder mal falsch gedacht. Zwei Stück. Dann geht's aber los jetzt. Großes Fischernetz. Nö. Von da. Halt. Moment. Ich muss ja mal durch. Tja, wie denn? Oh, ich glaube. Eins, zwei, drei. Das könnte mir. Das könnten wir machen. Einmal dahin. Einmal. Hier ungefähr. Und das letzte kommt ganz vorn hin. Ja, fein. Eingemacht. Kann ich mich mal wieder auf die Schulter klopfen? Mir mal wieder auf die Schulter klopfen. Nun zu den anderen Fallen. Wo findet sich da denn ein schöner Platz dafür? Wo ist denn noch viel grüne, freie Fläche? Hier, aber das bleibt auch noch so frei. Hasenfalle. Hier mit daneben? So, einfach so mit hin? Oh, nee, da könnte man noch eine Bank hinstellen, so schön mit Blick auf den Fluss, mit Blick auf die Berge, am Horizont. Ah, ein weiterer Platz zum Entspannen, Ausruhen und Genießen. Wenn man denn endlich sich mal auch selbst hinsetzen dürfte. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Was machen wir jetzt mit dir? Soll doch nicht so schwierig sein, dafür jetzt einen Platz zu finden. Hier, einfach in die Ecke rein. Warum denn eigentlich nicht? Zack, dahin. Vogelfalle, Da muss man jetzt nichts Aufwendiges suchen. Wieso liegt denn hier noch ein Rundholz rum? Was denn da passiert? Mach doch mal den Weg frei. Hab ich doch beim letzten Mal schon gesagt hier. Guck mal, der ganze Kram im Weg. Na, Vogelfalle. Ja, nee. Eher nicht so. Fällt mir jetzt nichts Besonderes für dich ein, muss ich gestehen. Pack ich dich halt mit daneben. Eine haben wir noch, eine geht noch. Rattenfalle. Die muss aber mal neben das Lebensmittellager hier. Da soll mir nichts angeknabbert werden. Und wie? Rechts daneben? Nee, muss man ja auch schon ein bisschen sehen. Dann hier Vorsicht beim Hinsetzen, sage ich mal. Nicht, dass mir da noch jemand reinstolpert. Da ist aber mal schnell der Fuß weg. Gut. Das wär's damit. Ich habe aber noch ein paar schöne Sachen zusammengezimmert, die wir hier verteilen könnten. Und dabei handelt es sich
Und ein paar Weidenkörbe. Haben wir noch nicht viele stehen hier. Und optisch macht sie immerhin auch ein bisschen was her. Ein paar Holzräder. Falls wir die noch irgendwo mit schön an die Wand stellen könnten, wäre das ja schön. Na, versuchen wir doch unser Glück mal hier gleich. Nein, das klappt schon mal nicht. Ein bisschen weiter ran. Zwei, drei Schritte. Versuch Nummer 2. Auch nichts. Noch mehr. Ach, dann hängt das Ding doch gleich wieder in der Wand drin. Ich sehe es doch kommen. Okay. Ein bisschen Spaß muss sein, ich verstehe. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Komm, alle guten Dinge sind doch drei. Ja, lasse ich jetzt mal so. Besser bekomme ich es jetzt auf die Schnelle nicht hin. Dann auf jeden Fall Ruhe. Die Weidenkörbe. Sollt ihr noch welche bekommen hier? Einmal daneben. Welchen hättest du denn gern? So einen großen hier. Dann müssen wir aber noch ein bisschen näher ran. Moment mal, da gab es doch einen auch ohne Henkel, oder? Weidenkorb, da unten. Ja. Ein Schritt noch nach vorn. Noch ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt nach rechts noch. Und dann sollte das doch. Aber dann muss das doch. Ja, wird das doch. Ja. Gut, ein kleines Stück hätte man noch hinten gehen können, aber egal. Lassen wir so. Da passt doch aber auch noch einer rein. Sehe ich. Zack. Och nee. So geht's nicht. Schief wird da nichts abgestellt. Naja, vielleicht auch doch. Füllen wir doch mal die Häuser ein bisschen weiter auf. Oder Roberta, ist doch viel schöner mit so ein bisschen Einrichtung. Als ob mir eure Meinung wichtig wäre. Ich meine, Gottfried, ich muss ja mal rein. Ja, was bist denn du eigentlich für ein Stall? Kuh, ach, Schweinestall bist du. Einmal hier noch. Ach, musst du ganz unten sein. So reicht mir. Ab in die Scheune. Oh, was, wie, warum? Hier vielleicht? Latsch doch nicht drüber. Mann, mach's wieder alles kaputt. Alles Handarbeit. Nur das Feinste vom Feinsten. Habe ich mir viel Mühe gegeben. Und der letzte Korb. Könnte man ja hier mal mit hinstellen, so, ne? Dann könnt ihr den ganzen Kram mal reinlegen, den ihr da aus dem Feld immer rausholt. Naja. Wenn das Grünzeug nicht durchkommen würde. Aber ja, so ist das halt. Oh, wirklich? Dann halt den kleinen. So schief ist das jetzt nun auch nicht. Komm schon. Naja, besser. Einmal hier noch. Kleiner Weidenkorb.
Naja. Könnt ihr reinpacken euer Zeug hier. Viel Spaß damit. Dankt mir später. Oh, hier. Könnt ihr aber auch. Könnt ihr da noch was hin? Nee, hier ist die Hütte schon voll. Und bei dir? Ach, wenn ich das hier abstelle, wird's umfallen. Oder vielleicht in die Ecke rein? Versuch, mach's klug. Einmal hier so einen mittleren. Zack. Ach, das war das runde Ding. Oh, können wir da stehen lassen. Oh, den runden hätte ich hier aber auch noch gern. Hier einmal. So, dazwischen, die Felders. Das war der mittlere. Bleibst du stehen? Genau. Nun, dann packen wir jetzt hier noch ein bisschen was anderes dazwischen. Wir haben's ja. Einen großen auf die Seite und einen kleinen wieder auf die andere Seite. Zack. Ja, perfekt. Wer darf sich jetzt noch über ein Wagenrad freuen? Oh, kann man da das irgendwie anlehnen, dass man da die unschöne kleine Lücke irgendwie ein bisschen verstecken kann? So war es nicht gedacht. Komm jetzt, ist aber gut. Ach, wird's denn? Huch. Ja, gut. So geht es natürlich auch. Dann bleibt es wenigstens schön stehen. Interessant. War nicht geplant, aber so gedacht. Vielleicht hier noch? Also wenn das da jetzt stehen bleibt, wäre ich hoch erfreut. Ich sagte, wenn das jetzt da stehen bleiben würde, wäre ich sehr, sehr erfreut. Dann halt nicht. Du kannst ja mal im guten Ton versuchen. Ich hab's versucht, dann... Jetzt hin mit dir, du kleines, mieses Drecksrad, sonst... Okay. Man muss halt nur ein bisschen gröber werden, dann klappt das schon. Na dann, hier aber auch noch eins dran jetzt. Nochmal. Du kleines, mieses Dreckrad, du wirst jetzt runter... Ups, zwei wollte ich nicht. Ja, habe ich natürlich gewusst, weil, ne? Zwei und so. Ach, nochmal mache ich das jetzt nicht. Wird schon. Ansatzweise, aber durchaus verbesserungswürdig. Och, ich will jetzt nicht das Rad neu erfinden. Los. Immer diese Spielereien hier. Keine Geduld für sowas. Jana, das ist doch mal ein Daumen nach oben von mir. Wunderprächtig. Und der letzte Kandidat. Wollten wir nicht hier auch noch einen Zaun errichten oder wollten wir das so stehen lassen? Ich glaube, das wollten wir so stehen lassen. Dann probieren wir das jetzt hier nochmal. Na. Ja, leck mir doch den Lachs. Bleib jetzt da, wo du bist. Mir egal.
Warum sagt denn keiner was, dass ich schon hier am Verdursten bin? Schon wieder aussehe wie eine vertrocknete Pflaume. Da müsste man aber direkt auch mal wieder ein paar Eier zwischen die Kauleiste heften hier. Machen wir. Und wo bringen wir jetzt die restlichen Körbe noch unter? Das ist eine gute Frage. Ein paar Waschzuber könnte man theoretisch auch noch aufstellen. Aber was man nicht alles theoretisch noch machen könnte, ne? Hier vielleicht noch. Na kommt hier. An den Zaun dran. Einen mittleren. Na, ein bisschen weiter vor müssen wir noch. So. Ich sagte einen mittleren. Ja. Geht so. Einmal einen großen hinterhergeschoben. Ey, das können wir aber besser. Ich glaube, da muss ich mich so rumdrehen. So, der kleine Kollege, hier jetzt. Der kleine Kollege, hier jetzt. Na, geht doch. Ja. Sollte ich euch vielleicht noch was spendieren? Braucht ihr sowas? Könnt ihr sowas gebrauchen? Ich lasse euch mal einen hier. Rechnung kommt später. Nun gehen wir die Häuser jetzt einmal alle durch, verteilen überall einen rein. Oh, platzmäßig ist aber auch nicht gerade gut hier. Gibt's einen kleinen für euch? Kann nicht jeder das Beste bekommen. Irgendwo müssen auch mal Abstriche gemacht werden. So. Da stelle ich den jetzt mal hier daneben. Ein bisschen variieren, ne? Ihr versteht schon. Einmal einen großen für euch. Zack. Der sitzt doch. Hey, lasst mich mal raus. Was machst denn du da? Schattenspieler? Pantomime? Gerade keine Zeit dafür. Ansonsten gern. Lassen Sie mich mal durch. Ich müsste mal was abstellen. Einen mittleren hier hinten. Kannst ihn reinlegen. Und hier noch einmal den letzten. Neben die Feuerstelle haben wir die Tasche leer bekommen. Ha. Fallen aufgestellt. Körbe platziert. Wie könnte man jetzt noch für ein bisschen Deko sorgen? Stelle. Was ist in Stellen zu finden? Was liegt in Stellen herum? Na, ein bisschen Stroh. Na, so viel brauchen wir nicht. Ich will ja nur mal wissen, wie es aussieht. Nee, nicht mehr. Hier so in den Trog rein. So? Nee. Da müssen wir uns so platzieren. Dann kann das sanft hineinkleiden. Oh, genau. Eins hinterher noch. Ja, genau. Noch eins. Aber diesmal von der Seite. Ja, wer schön haben will, der muss warten. Eine geht noch. Eine passt noch ein. Nein, oder auch nicht. Lassen wir es bei drei. Na?
Und jetzt hier vielleicht noch in den Weiden. Oh, den Weidenkorb noch. So zwei, drei Stück. Ist das denn möglich? Ja. Durchaus. Ein Stück noch weiter nach vorn. Damit das da ordentlich drin sitzt. Jawohl. Als hätte ich Übung drin. Zweimal. Und jetzt hier noch eins daneben. Zack. Schön. Besser als vorher. Ab zur nächsten Baustelle. Hier das Ganze jetzt nochmal. Na, wunderbar. Ach, einmal. Klappt das auch, wenn ich so mache? Zweimal und dreimal und nicht immer rausgehe? Nein, klappt's nicht. Schade. Man muss es erst zu Boden fallen lassen. Sonst kommt es zu leichten Verkantungen. Einmal. Zweimal. Ey! Was soll denn das? Zweimal. Oh ja, zweimal reicht ja. Muss ja nicht überall gleich viel drin sein. Nur, das kann auch ein bisschen überstehen. Auch nicht so verkehrt. Lassen wir. Zweimal. Und dreimal. So. Packen wir das jetzt noch hier in der letzten Hütte rein. Und dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich kümmere mich dann um die Zahlung der Steuern. Und was uns dann in den weiteren Tagen noch erwartet? Fraglich, lassen wir uns überraschen. Nochmal kurz hierzu. Stehe ich richtig? Jawohl. Och Mann, jetzt nicht noch zum Schluss hier Zeit schinden. Ja, und du stehst einfach nur doof daneben. Und... ach, sowas kann ich ja leiden, echt. Da müsste es Schläge für geben. Und zwar ein paar ordentliche. Na, Pepin. Und noch einmal. Und noch einmal. Dann sind wir durch. Ach, gut. Perfekt. Dann begeben wir uns mal wieder an die schöne Stelle, die wir da in der letzten Folge für uns entdeckt haben. Ein bisschen Sport. Ach so. Naja, jetzt zieht der Nebel auf. Oh, perfekt. Schon gehen die Lichter wieder an. Na, sieh mal einer an. Gut, das war es an dieser Stelle wieder für die heutige Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.